Und herzlich willkommen in der Pink Gaming Galaxy. In meinem letzten Video haben wir uns die verschiedenen Spielmodis angeschaut. Heute befassen wir uns mit der Arena. Hier könnt ihr euch mit anderen Spielern messen. Für jeden Sieg erhaltet ihr Punkte, mit denen ihr im Rang aufsteigt. Was wir hier sehen. Je höher eure Punkte sind, desto besser sind eure Belohnungen. Ihr erhaltet sowohl tägliche als auch wöchentliche Belohnungen, welche wir uns jetzt einmal kurz genauer anschauen. Also ihr seht, je höher man im Rang ist, wir sind jetzt hier ganz oben, da kriegt ihr natürlich die beste Belohnung, wenn in dem Fall jetzt 5000 Gold und 1000 Itemshop-Währung und 600 Arena-Abzeichen. Wenn wir jetzt mal ganz weiter runter gehen, sind wir in der ersten Stufe sind wir dann bei 500 Gold, 70 Itemshop-Währung und 20 Arena-Abzeichen. So, mit den Arena-Abzeichen könnt ihr euch auch ein paar schöne Sachen im Arena-Shop kaufen. Dazu gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz rein, um zu schauen, was man da alles Schönes machen kann. Ihr seht, ihr habt einmal die Möglichkeit, euch mit den Abzeichen Champion-Splitter sozusagen zu kaufen, sodass ihr euch neue Champs freispielen könnt. Oder aber ihr könnt euch Ausrüstung für die Champs kaufen, wo ihr hier seht. Ja. Das würde ich aber sagen, genug geredet und wir stürzen uns dann mal direkt in den Kampf hinein. Ja, jetzt müssen wir natürlich nur einfach kurz warten, weil das Game mal wieder leider etwas lange zum Laden braucht. Aber dann bereiten wir uns schon einmal kurz auf den Kampf vor. Beziehungsweise wir können uns ja gleich Gegner aussuchen. Genau, also jetzt gehen wir mal auf Gegner suchen. Und dann schauen wir mal, was wir an Gegnern bekommen. Ja, ihr seht, wir haben jetzt einen gleichwertigen Gegner hier mit 10, 10, 10. Aber wenn euch jetzt der Gegner nicht gefällt, dann können wir einfach hier auf Gegner aktualisieren gehen. Dann dauert das Ganze wieder ein bisschen und wir kriegen einen neuen Gegner. Ja, jetzt haben wir einen Gegner mit 9, 10, 10. So, können wir nochmal... Und jetzt haben wir hier mit einem ganz leichten Gegner mit 11, 3 und 6. So, oder hier, den nehmen wir jetzt einfach mal. Also wie, da könnt ihr einfach hin und her klicken, bis ihr halt einen Gegner findet, wo ihr sagt, ja, den könnt ihr gut besiegen. Dann würde ich sagen, let's get ready to rumble. So, jetzt haben wir wieder unseren geliebten Ladebalken. Welchen ich allerdings eigentlich ganz cool finde von der Grafik her, muss ich doch mal ganz ehrlich sagen. Weil es sieht doch sehr, sehr nice aus. Wobei das Game ja von der Grafik her allgemein doch sehr, sehr geil gemacht ist. Ne? Ja, dann warten wir mal kurz und hoffe mal, dass der Ladebalken jetzt nicht allzu lange dauert. Ja, und anscheinend mag er doch immer wieder... Und, ah, okay, es geht doch los. Dann bereiten wir uns vor und geht los. So, ein bisschen aufpassen. Der erste Gegner war ja immer da. Ja, ich habe uns getroffen. Aber ihr werdet noch die zweite Superkraft. Spezialattacke. Und den ersten Gegner haben wir dann mit dem Waffen. It's my blade. You picked the wrong fight. So, ihr seht, wir haben gewonnen und kriegen 500 Punkte gut geschrieben. Somit haben wir jetzt schon 2000 Punkte gesammelt, wodurch wir uns langsam der nächsten Belohnungsstufe, sag ich jetzt einfach mal, nähern. Dann können wir uns auch gleich nochmal kurz anschauen, wie weit wir jetzt schon sind, wenn der schöne Ladebalken nicht schon wieder wäre. Ja. Den finde ich jetzt nicht ganz so toll, aber was soll's. Ah, und wir haben es schon geschafft. Oder zumindest fast. Da hatte ich mich jetzt wohl leider etwas zu
zu früh gefreut. Das wird der Ladebalken so schnell, ja, vorbei ist. Was er dann halt doch nicht war. Aber nun gut, ne? Da sind wir wieder. Also ihr seht, wir haben jetzt 2000 Punkte und sind auf Rang 333.863. Also ihr seht, wir haben noch ein ganzes Stück Arbeit vor uns. Aber das werden wir natürlich in Angriff nehmen und gucken, dass wir da so schnell wie möglich nach oben kommen. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz schauen, auf welcher Stufe wir gerade sind. Weil ganz unten sind wir natürlich nicht mehr, denn wir befinden uns gerade auf dieser Stufe. Das heißt, als tägliche Belohnung kriege ich dann schon mal 1000 Gold, 80 Item-Shopping und 40 Arena-Abzeichen durchschnittlich. Was natürlich schon mal nicht das Schlechteste ist, mein Lieben, ne? So, das war's dann aber auch schon für heute. Ich hoffe, dass euch das Ganze wieder gefallen hat und ich euch das Ganze wieder etwas schmackhaft machen konnte. Mich würde es natürlich wieder freuen, wenn ihr mich weiter begleitet und mir vielleicht sogar ein Like da lassen würdet, damit ich weiß, dass es euch auch gefallen hat. Wir hören uns bald wieder. May the Pink be with you. Mit galaktischen Grüßen. Eure Pink Gaming Lady.